und herzlich willkommen zum nächsten Einsatz bei Ghost Recon Wildlands zusammen mit Reaper, Nabo, Hi, Mr. Vanwa, jawohl, und mir, dem Enno. Der Esel nennt sich immer zuletzt. Na, besser als zuerst. Und der Manic rennt wie ein aufgescheuchtes Kaninchen. Der suche gerade nach dem vierten Motorrad. Hier gibt's nur zwei Motorräder. Ne, das ist sogar drei. Aber ich fahr kein Motorrad. Lass uns den süßen Bulli nehmen. Nehmen wir den süßen Bulli. Ich hab keinen Führerschein für so ein Ding. Los geht's. Merkt hier doch keiner. Außerdem, wo soll ich bitte mein Scharfschützengewehr hinstopfen, wenn ich auf so einem Motorrad sitze? Ja, stimmt, das hat kein Beiwagen, wo du es drauflegen kannst. Ja. Also hier nach links fahren wir. Oh, dann nimm das mal die Wand. Ich hab die Wand nicht mitgenommen bei mir. Das war knapp. Weißt du, gerade ein neues. Oh! Stopp, ja. Sabolli lässt sich nicht Auto ganz so gut fahren. Am Ende der Straße rechts abbiegen. Bitte am Ende der Straße, nicht schon vorher. Das ist ja eine und dieser schönen Autobahn. Großen breiten Straße folgen wir bestimmt 2 Kilometer. Ich glaube, unser Fahrer hat seinen Führerschein in Russland gemacht. Dabei! Markus, alles klar. Oder in England, irgendwie hat das mit der Straße zu tun. Oder in den Emiraten, so wie der driftet. Hätte die Idioten, die ihr Leben zu reden müssen, als wir vorhin da bei dem Alter. Oh! Was ist das für ein Spinner? Meine Güte! Hast du beim Überholen nicht auf den Blinker von dem geachtet? Na. Würdest du dich bitte zusammennehmen da hinten? Ging nicht anders. So, hier jetzt rechts. Ja, aber wir wurden beschossen. Kann passieren, wenn der Sniper meinen Kill schießen zu. Ey, das war nicht wegen mir. Ich war schon lange wieder im Auto. Ja. Ein bisschen auffällig, Herr Kollege. Ich habe einen Schalldämpfer drauf gehabt und der andere hat auch nichts mitgekriegt. Der liegt jetzt nur mit dem Kopf über in seinem Wagen und guckt eine Runde. Wir kommen jetzt in eine Stadt. Ich denke, wir sollten jetzt hier am Anfang der Stadt aussteigen und uns von hier aus zu Fuß aufmachen. Da liegt ein Toter. Nein, das wird nicht. Okay. Taktischer Rückzug. Dann erstmal ein Stück zurück, bevor wir das tun. Ich parke hier. Sie rufen Verstärkung, wir sollten erstmal aus dem Weg. War ein bisschen schwierig. Oh! Ich glaube, wir sollten doch nochmal mit dem Fahrzeug weiter zurückfahren. Oder rennen. Auf jeden Fall sollten wir uns hier über die Hügelseite in die Stadt aufmachen. Oh Gott! Zwei Leuten geht's nicht so gut. Brauchen wir Unterstützung? Oh Gott, das ist auch nicht gut. Granate fliegt. Ich blute langsam aus. Wo liegt ihr? Ich versuche Feuerschutz zu geben. Unten bei Brandon Schwan. Ich liege leider auch. Ach Gott. Direkt bei mir. Oh nein! Und sie bekommen Verstärkung. Na toll. Gut. Suboptimal. Ich bin dafür, wir suchen uns einen neuen Medic. Ich bin dafür, dass wir diesmal nicht so in die Stadt reinfahren. Ja, und das war mein. Vielleicht sollten wir nicht einfach neben irgendwelchen komischen Kleinkriminellen vom Kartell und von der. Wie heißen sie nochmal? Keine Ahnung, wie die Bullerei von dem Scheißland heißen. Mein Aufklärer hat mir gesagt, ich soll da hinfahren. Ja, aber doch nicht direkt neben denen stehen bleiben! Nein, das war meine Schuld. Dann hätte ja reden können. Ich sag doch, da sind Feinde. Ich hab die Tätowierungen erkannt. Ja, da habe ich die Rückwärtsgabe auch schon eingelegt. Oh, hier ist ja ein Transporter. Wir befinden uns in der Stadt, bei der wir uns befinden sollten. Oh Gott, am besten ist, bevor wir in deine Stadt gehen, steigen wir vorher aus und machen es wie im ersten Auftrag. Alles ruhig erkunden. Gute Idee. Vor uns sollten uns die Feinde erwarten. Vielleicht sollten wir hintenrum über die Berge rein. Genau. Ich habe eigentlich eher gerade nach einer Möglichkeit gesucht, um aufs Dach zu kommen.
Berge. Kommen wir irgendwie hoch? Kann ich nicht bestätigen. Nicht. Junge Dame, ist alles in Ordnung. Wo ist denn überhaupt unser Ziel? Also hier sind wir jetzt gerade ein bisschen safe, glaube ich. Ja, einmal kurz hier im Haus sammeln. Drohne fliegt. Ich möchte meine Haare gerne behalten. Ich gebe mir Mühe, um deinen Kopf rumzufliegen. Kann man hier hoch? Kann man hier aufs Dach? Nö, natürlich nicht, war ja klar. Komm mal hoch. Vielleicht gibt's ja noch was. Nö, außer ein Bett, wo man drüber springen kann. Hui. Unser Medic holen ja die Einrichtung. Dem ist ja auch alles egal, also wegen dem sind wir ja auch gerade mit Kopfschmerzen weggeflogen. Das war nicht meine Schuld. Nein, das war mein Verschulden. Teils Verschulden des Fahrers, er hat mich ja aber vor mal rückwärts setzen. Das gebe ich zu. Also, wir können dieser kleinen Straße einmal weiter folgen, links. Aber nicht genug, das ist nur auffällig. Ein bisschen vielleicht. Und als nächstes einmal hier die Grünfläche klären. Ja, hier in die Garage rein. Beziehungsweise der breite Eingang. Ist das nicht eine Schule? Nein, eine Bank. Könnte eine Bank sein. Hier noch einmal sammeln. Geld her! Geld her, genau! Dachte ich mir jetzt auch gerade. Ey, wo ist denn hin? Der haut ab! Der lässt die Bank in Ruhe. Komm, wir können sie ausrauben. Los, 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 los. Na, dann kommt mal hier in den kleinen Vorderraum links von den Automaten. Hier liegt schon was. Okay. Der wird schon gezählt, oder? Na, aber das Ding läuft ununterbrochen. Also, die Technik möchte ich mal vorne. Also, wenn wir aus dem Gebäude raus nach links der Straße folgen, dann das zweite Haus auf der linken Seite. Dort befindet sich ein Informationslager. Bestätige einen Typen in mir. Was? Ein Zivilist ist hier. Also ich weiß ja nicht, also deine persönlichen Affinitäten kannst du zu Hause ausleben. Wir haben gerade keine Zeit für sowas. Wo müssen wir hin? Beides Haus links. Oh, ja. Warum lege ich mich denn hin? Ist das das zweite Haus? Beides Haus, der zweite Eingang. Oh. Ist das Haus hier? Ja. Okay. In diesem Haus müsste sich ein Informationslager befinden. Soweit ich sehen kann, keine Feinde. Bestätige allerdings ein, ins zweite eine Person kommt jetzt. Nee. Die will jetzt in der zweiten Etage. Oh, nur einer. Ich habe ja einen Laptop. Ah, dann ja. An den Laptop. Einmal hacken. Und... ja, komm. Hier steht, auf einer Piste in der Nähe steht ein beladenes Kartellflugzeug. Ob Waffen oder Medizin, was es auch an Bord hat. Wenn es dem Kartell nützt, dann auch den Rebellen. Klingt wie eine Einladung. Will jemand ein Flugzeug klauen? Auf dem Marktplatz ist ja gar nichts los hier. Wo seid ihr? Auf dem Marktplatz hier vorne. Beim Brunnen. Okay. Bestätige Hüpfekasten. Was für ein Himmel und Hölle. 3, 4, 5, 7.
Hier an der Ecke, an der ich mich befinde, wenn wir dieser Straße folgen, kommen wir zu einem Lager unserer Feinde. Dort befinden sich Verbündete von uns in Gefangenschaft. Dann sollten wir denen, glaube ich, mal helfen. Und es kommen bewaffnete Personen auf der Straße bei Zivilisten auf uns zu. Ich bin nicht in der Position zu schießen jetzt. Granate. Oh mein Gott! Huch! Granate vom Medic. Sie sind auf uns aufmerksam geworden. Es war ja nicht zu überhören. Bei unserem Sniper hinter dir, an dem Baum, lehnt ein Soldat. Sehen. Er kommt auf dich zu. Der Stift hat sich gelöst. Ich bin dafür, unser Medic bekommt keine Granaten mehr an die Ausrüstung. Gute Idee. Vielleicht sollten wir das unserem Aufklärer auch tun. Hey. Wir können eh nichts mit Granaten anfangen. Es wäre möglich, dass auf der Straße noch weitere Soldaten auf uns zukommen. Bewege mich ins Haus. Suche eine erhöhte Position. Sagte der Medic zu dem Sniper. Sie. Tango hinter der roten Mauer. Die rote Mauer auf der linken Seite? Ja, klar, ja. Jetzt steht an der Straße. Und zum Teufel, ich sehe kein Ziel. Verstärkung kommt. Ja, ich sehe Verstärkung vom Dach. Es sind vier, es sind sechs Leute. Ich könnte das Feuer öffnen. Okay. Schießen, wenn möglich. Aber Tango ist down. Reaper, wo befindest du dich? Hier, Tango ist down. Vorne an meiner Position, Richtung Feinde. Habe noch Tango im Sichtfeld. Feuer? Ein Tango noch an der Mauer, oder? Okay, du kriegst deine Hilfe. Ein Tango hinter der Mauer und einmal die Straße runter. Oh, Scheiße. Wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst. Wo kommen die denn her? Höre ein Helikopter. Ich sehe aber noch keinen, aber ich bin auch noch nicht in der Lage, den runterzuholen. Meine Waffe ist ganz schwarz. Einen auf dem Balkon. Links die Straße hoch. 10 Uhr. Das mit den Uhrzeiten habe ich noch nie verstanden. 12 Uhr ist genau vor dir. Somit ist 6 Uhr hinter dir, 3 Uhr rechts von dir, 9 Uhr links von dir. Okay. Und so einer wie du warst schon mal in anderen Einsätzen. Sehe keine Einheiten. Ebenfalls nicht. Wir rücken vor, einmal schräg rechts über die Kreuzung zu diesem Spielzeugladen, Obstladen, was auch immer. Ich habe gerade feindlichen Funk abhören können. Sie versuchen noch mit Bodenpatrouillen uns zu suchen. Trotzdem vorrücken. Ich bin nicht dafür geeignet, in den Nahkampf überzugehen, nur so zur Info. Oh! Schüsse, linke Straße. Offen. Der Tango ist hin. Ein Tango ist erledigt. Ein weiterer oben auf der Straße, zwei weitere. Einen, zwei erledigt. Freude. Beide tot. Sehr gut. Einer noch oben am Turm. Kein freies Schussfeld. Ich bisher auch noch nicht, aber ich... Die bewerfen mich mit Granaten. Was soll denn das? Ich finde mich jetzt auf einem Hausdach. Versuch, kommt auf die Straße. Ich glaube, ich habe ihn erledigt. Ja, sehr gut. Kann ich bestätigen. Ist das ein Gegner? Wir müssen bei der Mauer, wo ich mich befinde, versuchen reinzukommen. Allerdings befindet sich Stacheldraht auf der Mauer. Setze Suche einen Weg rein. Benötige Position, wo die Mauer ist. Die Mauer. Hat sich erledigt. Wir müssen der Straße folgen und mit um die Kurve. Allerdings genau um die Kurve herum befindet sich ein Ziel. Kommt jetzt rum. Auf der Straße bewaffnet. Die Entdeckung könnte das Ziel erledigen. Nein.
Er ist in das Gebäude reingegangen, auf der linken Seite. Ja, das habe ich gesehen. Meins? Wäre möglich. Ist der im Santa Muerte? Ja, dein Gebäude. Er ist ganz unten in diesem Gebäude. Tango am Boden. Sehr gut. Wir folgen der Straße um die Kurve rum. Größte Vorsicht bitte. Ich kann unsere Freunde mit einem einzelnen Schuss befreien. Erstes Haus links sauber. Dann befreien. Wir müssen allerdings in das Gebäude rein. Ich stehe vor dem Gebäude. Ich sehe einen Hintereingang. Unsere Freunde sind frei, die werden sich jetzt bewaffnen. Warte auf unser Medic einmal um die Kurve rum und dann nach rechts das Gebäude. Keine Ziele. Wir können einmal in den Innenhof rein. Unsere Verbündeten befinden sich hier, drei Personen. Ah! Au. Was war jetzt los? Das gibt einen verstauchten Knöchel. Oh. Ich erkunde das Haus. Erste Stockwerk sauber. Ja. Müsste komplett leer sein. Ich habe eigentlich gar keinen gesehen. Ich habe hier ein Klemmbrett gefunden. Zweites sauber. Balkon, erster Stock, Auspolitionierung möglich. Ansonsten ist hier nichts. Ich sag jetzt nichts. Stetige wichtige Trainingseinheit. Ja, so kann man es auch nennen. Ja, bitte Missionsunterbrechung, ich muss mich ausruhen. Nächstes Ziel, bitte. Okay, wir haben, was wir wollten. Wir gehen nun zu Santa Muerte in das Haus. Sturm? Keine Ziele in Sicht. Sauber. Irgendwo müssten sich hier Akten befinden. Gefunden? Im Beichtstuhl. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Ich habe die Daten weitergeleitet an dein Navigationssystem. Sehr gut, vielen Dank. Das heißt, wir brauchen wieder einen fahrbaren Untersatz. Ja. Die vorne Schilderleugern. Ja, kann ich bestätigen? Das sieht wirklich etwas unmöglich aus. Guckt euch auch die Hand hinten raus. Doch nicht bei voller Vorwärts, Junge. Woher sollte ich denn wissen, dass er direkt losfährt hier? So, kann losgehen. Wohin? Ja, keine Ahnung. Mach nur erstmal das Fenster auf. Jetzt rechts? Ich mach auch ein bisschen verschlupft. Eigentlich mal ein bisschen wieder rechts. Die nächste große Straße. Also, das mit dem Navi müssen wir noch lernen. Hallo, keine Zivilisten umfahren. Die fuhr auf der Straße. Also ging. Der Straße folgen. Aber hier schreien sie schon, wenn du so ein schrecklicher Autofahrer bist. Das klang ja eher wie so ein typischer Filmschrei. Und nach rechts.
wieder Finsternis und er fährt schon wieder ohne Licht. Also ich möchte mit ihm nicht tauschen. Na, ich hab Licht an. Ich hab keins an. Na, ich auch nicht. Jetzt ist Licht an. Am Ende der Straße nach rechts abbiegen. Ein paar ganz neue Bedeutungen. Ja. Und irgendwo hier auf der rechten Seite müsste es hochgehen. Jetzt. Negativ? Nee. Nee, ich glaube nicht. Na, theoretisch ein Stück zurück. Ja, dann lass uns zu Fuß weitergehen. Unser Ziel befindet sich hier, es wäre möglich, das Feinde in der Nähe. Ja, wie soll ich denn hier rauskommen? Darum habe ich dir extra die Leitplanke weggemacht. Sehr schlau. Wo ist echt Verkehr? Oh, jetzt bin ich hingefallen, siehst du? Ja. Und jetzt rollen die Baumstämme das Tal hinunter oder schlagen doch noch ein? Hier befindet sich ein Weg. Wo ist denn unsere Aufklärung? Wo müssen wir denn hin? Hier den Berg hoch. Aber vorsichtig sein, es könnten. Stopp. Links der Berg hoch. Dort müssten sich Feinde befinden. Beziehungsweise ja. Es wäre möglich. Habe Nachtsicht an. Ebenfalls. Gott, das ist keine Position für mich. Ziele identifiziert. Ich werde meine Position verändern, um einen besseren Einblick zu bekommen. Ihr müsstet Ruinen sehen. Auf der linken Seite befindet sich zwischen den Ruinen eine Person. Da vorsichtig sein. Ansonsten drei Personen im Scheinwerferlicht und zwei Stück weiter hinten, aber auch in die Richtung vom Scheinwerferlicht. Weitere Ziele konnte ich bisher nicht sehen. Zwei Personen zwischen den Ruinen. Eine bewegt sich auf uns zu. Ich habe jetzt eine bessere Position, kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen einsehen. Habe einen direkt. Okay, hat sie erledigt. Habe einen Hubschrauber entdeckt. Eine Person befindet sich. Habe ein Tango im Visier. Okay. Wenn es der alleine beim Haus oder der alleine bei den Ruinen ist, dann ausschalten. Der ohne Oberteil? Er ist erledigt. Einen habe ich ausgeschaltet, ich hoffe es war der richtige. Er machte einen auf Jesus und hat die ganze Zeit die Arme ausgebreitet. Er hatte dir angefordert, dass er an jemand genagelt wird. Alter! Das bei unserem Medic. Habe immer noch ein Tango im Visier. Jetzt. Ohne Oberteil. Rechts von dir, zwischen dem Fenster der Ruine. Jetzt links von dir. Sie. Auf jeden Fall im Dunkeln, bei dem Mülleimer an ihm vorbei, hinter der Mauer. Dort befindet sich eine Person. Anweisungen sind nicht klar genug. Ich glaube, ich habe ihn im Visier. Oder habe ich ein anderes Tango? Kann ich nicht sagen. Jetzt sichtbar? Ja. Jetzt sichtbar. Dann war das mein Tango, den ich die ganze Zeit hatte. Hätte ich im Schussfeld? Jetzt ist es zu gefährlich. Nicht jetzt feuern. Zu gefährlich. Ich wiederhole, nicht feuern. Ich sehe ein weiteres Tango. Sehr eine ja, Gruppe von Tangos. Tango. Weitere Personen in den Ruinen. Startet vorsichtig. Negativ, Tango. Ich sehe einen Tango hinter den Zäunen, aber nicht bei den Ruinen. Auf der anderen Seite. Markierung 2 markiert, Person könnte ausschalten. Wurde gesichtet. Ist ausgeschaltet. Alles andere sind aufgeflogen. Mein Tango ist ausgeschaltet. Dann Feuerfall. Ich brauche Informationen. Ich stehe stark unter Beschuss. Ich brauche echt Unterstützung bei mir. Ich brauche Informationen. Wo sind Gegner? Auf dem Feld. Vor der anderen Laterne. Sehr gut. Und gehen die Ruinen vor. Eine Person in der Ruine bei der Lichtquelle.
Ich rücke ebenfalls vor für den Nahkampf. Halt der Lichtquelle. Wer schleicht zum Haus? Müsste ich sein. Bei der Ruine neben dem Haus. Dort ist einer drin. Ich hab noch keinen Kontakt. Vorsicht. Einmal markieren, bitte. Ja. Sehe, bestätige. Hallo. Hey, du da, dreh dich um. Befindet sich eine Person von uns in den Ruinen? Positiv. Okay. Das ist kein Feind. Soweit ich sehen kann, keine Feinde mehr in der Nähe. Und irgendwo habe ich hier einen Orden entdeckt, ich weiß noch nicht, wo er ist. Ich stehe vor der Tür. Der Orden müsste draußen vor der Tür sein. Unsere Informationen sind in dem Haus. Wer hat denn hier das stärkere Füßchen? Oh. Um da durchzukommen durch dieses Türchen? Negativ. Ich hab doch noch diese Verstauchung. Ja. Sauber? Wir setzen eine Markierung, damit ihre Bälle den Abschub finden. Licht ausmachen, ist ja schlimm hier. Jemand die Informationen, die wir suchen, gefunden? Ja, hier auf der Trese. Schick sie dir gleich. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Jody und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Tortetäubchen stecken, aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Na wunderbar. Müsste angekommen sein und mit der Unidad anlegen möchte ich jetzt so ungern. Wo war hier der Orden? Irgendwo habe ich einen Orden gesehen, ich weiß nur nicht mehr wo. Hat unser Aufklärer den auf dem Schirm? Bisher nicht. Wie sieht dein Orden aus? Eine kleine rote Kiste. Müsste sich in der Nähe dieses roten Autos befinden. Gibt es eine Möglichkeit, in diesen kleinen Schuppen reinzukommen? Von hinten vielleicht? Ja, du kannst auch hier klettern. Kann aber irgendwie nicht rein. Eventuell auf dem Dach. Noch negativ. Kann nicht unser Sprengmeister einfach mal die Tür aufsprengen hier? Oder war er vielleicht doch oben? Er war oben im Haus. Oben im Haus, ne? Da waren wir doch gerade schon drin. Wo denn hier? Ich hab gar nichts gesehen. Hier hinten, in der Ecke. Gott! Dort soll auch einer sehen. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Aber die Informationen stimmten. Es war dort in der Ecke. Wir hätten hier in der Nähe einen Nebeneinsatz bezüglich Treibstoff für unsere Rebellenfreunde. Mir egal. Dort wir ebenfalls. Ich würde sagen, wir begeben uns dorthin und spionieren das einmal aus. Hier befindet sich ein interessantes Fahrzeug, vielleicht kann man ja auch mit erfahren. Ja, geländetauglich ist er auf jeden Fall. Und er ist schön geräumt. Nein, ich will nicht dabei sein. Okay, ich fahre. Ja, bei der Musik will ich das auch wieder. Komm, sitzt da drin schon, macht er die komische Mucke an, der ist so schlimm. Yeah. Ist alles Gelände leider. In die Richtung müsstest du auf einen kleinen Weg kommen. Hin. Das ist eine gute Richtung. Wir erstmal komplett um hier, ja, alles gut. Ja, weiter in die Richtung. Und hier einmal stoppen.
rechts von uns befindet sich das Ziel. Es könnte sich um ein Flugzeug handeln. Gott, was will denn unser Pilot dann machen? Kann der so ein Ding fliegen? Theoretisch ja. Praktisch noch nicht probiert. Ach du Scheiße. Probieren geht über studieren. Oh, Zähle 1, 2, 3, 6. Tango. Ja, die Straße. 6 Tangos und eine Cessna. Das ist ein zweites Ziel. Das die Cessna ist unser Ziel. Das macht 5. Wir haben eine Person direkt vor dem Flugzeug von uns aus gesehen, eine dahinter, eine rechts davon beim Schuppen und zwei weitere auf dem Flugfeld, beziehungsweise bei dem Haus beim Flugfeld. Kann alles bestätigen. Da müsste irgendwie einer bei sein, der quasi anders aussieht als der an als die anderen, und der müsste der Pilot von dem Ding sein. Den müssten wir als erstes ausschalten. Und bis jetzt noch nicht. Sie habe eine mit schwarzen Kleidungsstücken. Der hat da hinter die Kisten geht? Ja. Bestätige, der ist schwer bewaffnet. Den müssten wir so oder so als erstes ausschalten. Dann der Scharfschütze an den. Ich habe keinen Sichtkontakt für den Moment. Ich habe Sichtkontakt. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Er ist zwischen den Gebäuden. Ich versuche weiterhin zu klären, wer der Pilot ist. Aber ich konnte bisher keinen sehen, auf den die Beschreibung passt. Ich neutralisiere jetzt den schweren Schützen. Ich kann Unterstützung geben. Hab ich erledigt. Er liegt. Dann hoffen wir, er liegt und hält ein Näckerchen. Gut, es wird auch wieder hell. Und sofort hell. Von meiner war. Irgendjemand ist entdeckt worden? Die Leiche ist entdeckt worden. Er hat die Leiche entdeckt. Zweite Person kommt zur Leiche. Auf den Flieger, nicht auf den Flieger fallen. Wir haben 4 Standardsoldaten. Einer weniger. Bestätigt. Zweiter Abschuss bestätigt. Waren das alle Zangos? Bestätigen nicht. Im Haus. Hinter den Fässern und er ist down. Die Drohne ist unterwegs. So, dann möchte unser Pilot doch mal fliegen, oder? Ja, kann doch nur schief gehen. Ich sehe uns jetzt schon auf dem Boden rumliegen. Keine weiteren Feinde in Sicht. Wollen wir uns erst kurz vorher umgucken, ob wir noch andere Nachschubpläne oder sonstiges finden hier in der Gegend? Haus ist sauber. Vorsicht angebracht. Ich habe hier nämlich zum Beispiel Benzin gefunden. Habe hier eine Kiste im Haus. Ebenfalls Benzin. Nachschub markiert. Oh ja, Essen. Essen ist gut. Hier befindet sich ein Orden. Benötige Informationen, wo ist das Essen? Danke. Das Essen befindet sich hinter dem Fahrzeug. Einmal hier in die Hütte kommen, hier ist ein Orden. Treibstoff habe ich markiert. Wann war das auch? Ja. Hier im Haus alles gesichert. Ob das zu meiner Klasse A Uniform passt? Okay. Im Haus befindet sich noch eine Munitionskiste für Nachlademöglichkeiten. Alle aufmunitionieren. Und hey, hier, Medic, hier gibt's Essen. Ich auf den Tisch. Oh, ist ein Essen weggemacht. Das andere. Also, den letzten Piloten, dem habe ich nicht so wirklich vertraut. Willst du... Oh! Das Ding brennt ja schon! Negativ, das sind Funken, die beim Anlassen entstehen. Und verbranntes Kerosin. Einsatzleiter. Ja. Frage das Folge der Ende an. Bevor wir noch einen Abschluss erleiden. Ja. Na, dann hoffe ich. Dann hoffe ich, hat euch diese Folge und dieser Teil des zweiten Einsatzes gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.